So, und da bin ich auch wieder zurück zu Let's Play Maple Story. Part 6, glaube ich. Oder so? Ja, ich glaube schon. Na gut. Wir haben jetzt gerade die 5 Tigurus, oder wie sie heißen, getötet. Und, deswegen können wir jetzt unsere Quest abholen. Und, dann wieder ordentlich EP kassieren. Da wir gerade schon 520 bekommen haben und jetzt nur noch 500 für den nächsten Aufstieg, für das nächste Level brauchen, dann schätze ich mal, dass wir gleich Levelaufstieg haben und dann Level 10 sind. Können wir auch eine Gruppe bilden und ich denke, dann ist alles ein wenig einfacher. So. Bereit zum Vervollständigen. 1200 EP und nochmal 20 Tränke von beiden Sachen. Ja, das ist sehr, sehr nice. Partyquest. Reiskuchen. Dies ist das Ende des Trainings für Neulinge. Neinhardt wartet sich ja schon auf dich, also beeile dich und gehe zu ihm. Wenn wir das nächste Mal sehen, solltest du ein Ritter in Ausbildung sein. Yo. Okay, haben wir. Nein, wir haben immer noch keine Fertigkeitspunkte. Was soll der Scheiß? Was ist dieses Ding? Nein, das mache ich erstmal nicht. Oh ne, das regt mich total auf. Ü kann man irgendwie auch nicht schreiben. Achso, okay, erstmal weg. Er muss weg. Okay, bye bye. Okay, dann übernehme ich hier wieder alleine. Zu Ninja hört. Zu Nin hört, aber egal. Penner, verpiss dich. Shit. Nein, ja, gut. Oder was meint ihr? Ah, ich warte mal ganz kurz hier. Kaufe ich mir das? 500? Ne, das lohnt sich nicht. Ist ja nur um 1 besser. So, wo ist er jetzt schon wieder? Er haut mir mal ab, ey. Warte mal. Maple abnehmen hast du. Spezielles Geschenk. Oh, du hast bereits Level 10 erreicht. Ich spüre eine magische Kraft in dir. Ich gratuliere dir und gebe dir dieses nette Geschenk. Wie gut, große Abenteuer liegen vor dir. Genieße sie mit dem Geschenk, das ich dir gegeben habe. Jo, vielen Dank. Ich weiß ja nicht, was es ist, aber... Level 10 Waffenkupon. Um neue Ausrüstung zu erhalten. Ja, das ist sehr nice. Schätze ich mal. Okay, dann gehen wir mal zurück zu Neinhardt. Oder Neinhardt, oder... wie das Ding heißt. Okay, hier waren die ganzen Level 120er Rittertraining. Was hat der jetzt für uns? Gar nichts. Willkommen in der Halle der Ritter. Achso, gar nichts. Ja, gut. Okay, hier können wir, glaube ich, wählen, was wir dann später für einen Krieger werden. Das gibt es nämlich auch in der Abenteurerkarriere, die habe ich auch schon angefangen. Da war warte. Warte doch. Shit. Okay. Neinhardt, Stratege. 5 Wege. Du bist inzwischen Level 10. Du kannst. GZ überein. Ja, danke. XD, danke. Okay, nochmal. Wie ich sehe, bist du inzwischen auf Level 10. Du kannst wohl gute Arbeit leisten. Gut, ich erkenne hiermit an, dass du ein offizieller Ritter in Ausbildung werden kannst. Aber zuerst möchte ich dir eine Frage stellen. Hast du dich bereits entschieden, welche Ritterklasse du den Vorzug gibst? Nein. Was wollt ihr werden? Ach, ich habe keine Ahnung. Es gibt nicht nur die Ritterklassen. Vor dir liegen 5 Wege. Die Entscheidung liegt bei dir, aber du sollst deine Entscheidung später nicht bereuen. Es ist an der Zeit, dass du eine Entscheidung triffst, und zwar hier und jetzt. Ja. Du scheinst bereits zu wissen, welchen Weg du wählen möchtest. Es liegt nun bei dir. Die Oberbefehlshaber erwarten dich zu der Linken. Hör gut zu, was sie zu sagen haben, und nimm den Weg, nach dem es dich verlangt. Das wird der richtige Weg sein. K. Okay. Ja. Schön. So, was sind das jetzt für Quests? So, die haben jetzt alle Quests für uns. Was soll ich werden? Der Dunkelheit, Licht, Donner, Feuer oder Wind?
Was nimmst du? Fragezeichen? Nein. Kommt ja immer nur so ein scheiß Bindestrich, ey. Na egal, was habe ich jetzt für Quests hier? Wird durchgeführt. Ah, gar keine. Das ist sehr schön. Kann man sich die jetzt auch irgendwie angucken? Ja, kann ich auch mal irgendwie sehen, was die jetzt so wirklich machen? Weg des Nachtläufers. Du bist ja nur wieder so neu. Was nehme ich denn? Also ich würde schon ganz gern Feuer oder Licht nehmen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Bist du hier, um ein Ritter zu werden? Mein Name ist aus, ich bin... Ja, schon. Starke magische Kräfte. Okay, und was hat er da oben? Also Wind und Donner... Nee. Seelenmeister. Ja, komm, ich nehme jetzt hier den. Und wo ist der schon wieder? Er hat mich wahrscheinlich kurz angeschrieben. Ich mache dann hier einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, und da bin ich auch wieder. Ja, ich habe mich jetzt entschieden. Ich nehme Licht. Weg des Seelenmeisters. Ja, die Grundlagen für den Seelenmeister ist, dass wir weniger Stärke haben, genauso zu sehen. Ist voller Stärke, Kraft und großer Ausdauer, um Monster im Nahkampf zu besiegen. Ein großer bla 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 bla. Aus Seelenmeister musst du stets einen kühlen Kopf bewahren, ein Schwert tödlich führen können, ein warmes Herz besitzen und unendlich Loyalität gegenüber der Kaiserin anbieten. Wenn du für diese Schritte bereit bist, dann komm zu mir. Ich bin jederzeit dazu bereit, aus dir einen Seelenmeister zu machen. Ja, komm. Du wirst es nicht bereuen. Würde ich doch mal schwer hoffen. Weit zum Vervollständigen. Hast du deine Entscheidung getroffen? Ist sie endgültig? Also deine... Ja, ich sehe ja nicht, was ihr macht, Kollege. Ich habe gerade deinen Körper in die perfekte Form des Seelenmeisters gebracht. Ich habe außerdem noch deine Ausrüstung und etc. Inventar erweitert. Benutze diesen neuen Platz weise und fülle sie mit Items, welche ein Ritter immer dabei haben sollte. Jojo, du musst dir außerdem noch ein FP gegeben. Also öffne das für... Ja. Ja, ha. Okay, ich glaube, wenn wir sterben, verlieren wir EP, aber egal. Also, wir können jetzt wählen, was steigen soll. DX, was heißt DX? Geschicklichkeit. Der Status ist wichtig, wenn man direkt mit einer Waffe angreift. Einer der wichtigsten Werte für Krieger und Piraten. Machen wir Stärke, was hoch. Da was hoch, da ein bisschen. Das kann ich auch, gut. Ja, gut, Luck ist Glück. Und das Intelligenz. Machen wir da ein bisschen was hoch. Da, 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 da. Da, da, da. Ja, komm, einfach irgendwie wer drauf. Wird schon so gehen. So, da wir jetzt eine Klasse gewählt haben, haben wir jetzt schon mehr Leben und mehr HP, MP dazu bekommen. Und, ja, wir haben jetzt neue Dinger hier zu kaufen. Maximale HP-Steigerung. Diese Fertigkeit erhöht die Steigerungsmenge der Max-KP je nach jedem Level ab. Oder wenn SP auf die HP verwendet werden. Körper aus Eisen erhöht kurzzeitig die physische Abwehrskraft. Nutzt MP um den Gegner. Ja, das ist gut. Seele, was ist das? Beschwört einen Wächtergeist, welche Monster in der Nähe angreift. Ja, das ist sehr nice. Dann mache ich mal diese Seele da. So, packen wir die uns mal hier rein. Ja gut, haben wir jetzt neue Fertigkeiten. So, jetzt ist er trotzdem wieder weg, obwohl ich ihm gerade gesagt habe, dass er nicht abhauen soll. Ansonsten mache ich alleine weiter. Egal. Warte mal. So. Okay, die Anfangs... Fertigkeiten brauche ich jetzt ja nicht mehr so
so oft. Ja, ich werde gucken, ob ich die noch erhöhe. Wenn ich jetzt nicht weiß, was ich bei Seele erhöhen soll, dann spare ich mir sie vielleicht auch auf. Aber ich denke mal, dass ich wenigstens Erholung und Schnecken, drei Schnecken noch erhöhen werde. Händler. Warte mal. Ah nein, ich möchte gar nicht zum Händler, ich möchte zum Waffenhändler. Ich habe doch noch so eine Karte bekommen, so ein Coupon. Hey, vergiss deine Rüstung nicht. Aha. Oder wie soll das jetzt hier ablaufen? Warte mal, So, was haben wir denn an? Wir haben gar nichts an, da. Okay, Ja, Tom, was bringt mir das jetzt? Ah, okay. Jetzt können wir hier was auswählen. Mindestlevel 13. Mindestlevel 13. Ja, ich denke mal, dann hole ich mir gleich das. Dann level ich aber erstmal auf 13. Anstatt, dass ich mir jetzt so eine Billigwaffe nehme hier. Also die wäre schon mal geil. Krieger. Angriffsgeschwindigkeit schnell. Waffenangriff 32. Was hat meine jetzige? Ach, jetzt ist das Teil weg, oder wie? Ja, danke auch. Ihr seid echt korrekt, Leute. Egal, Okay, das bringt mir ein bisschen mehr Leben. Was hat mir das gebracht? Gar nichts. Aber das bringt mir jetzt mehr Leben und mehr HP. Das ist sehr nice. Ja toll, aber wieso ist denn das Ding jetzt weg, ey? Das ist dann doch ein bisschen scheiße. Toll. Warte mal. Das kann ja so nicht angehen. Und, warte mal, ansonsten. Kann ich mir die auch noch kaufen? Nein, ne, kann ich mir nicht kaufen. Oh, ihr seid der Penner, ey. Statt mir das jetzt mal zu sagen, dass ich die nicht öfter benutzen kann. Nein, das wollte ich nicht. Da. Toll. Dann ist es jetzt weg. Na gut. Kann man jetzt auch nichts mehr machen, würde ich sagen, ne? Warte mal, was war da hinten noch? Himmelsfährte. Ja, okay, das brauche ich erstmal nicht. Lotuswald. Wenn ich jetzt den Lotuswald folge. Lotuswald, Lotuswald, Lotuswald. Eingang zur Ausbildungshalle. Wo geht's da hin? Da geht's dann nach Orbis oder Victoria Island oder so. Na egal, auf dem freien Markt brauche ich eigentlich gar nicht. Oder doch. Ich guck mal auf dem freien Markt. Vielleicht gibt's da ja irgendwelche Waffen für Anfänger. So, jetzt ist hier wahrscheinlich alles voll. Ja, genau. So. Ja, kann man dann hier auch irgendwie ein bisschen was kaufen, oder? Ja. Okay. Und das bringt mir jetzt was. Gehe ich mal einfach in 1. Was ist hier? Okay, die haben jetzt hier ihre Stände. Was gibt's hier? Sattel, ja, für ein Wildschwein, Ich hab noch nicht mal gewusst, dass es Wildschweine gibt. Ach komm, das ist scheiße. Ich kann damit noch gar nichts anfangen. Ladenbank hier. Es ist scheiße, wenn hier alles so zugebaut ist. So, warte, ich guck nochmal hier. So. Macht den Nikolaus da? Nein. For sale. Toll, irgendwelche Entspannungsstühle für hier, wie heißt es? 500.000 Mios. Ja, Item kaufen auch noch. Ja, also ich habe 12 Millionen, ich habe sonst nichts zu tun. Ach, ja klar, Minimum. Level 90, Minimum, Stärke 280. Nee. Ja, okay, damit kann ich wohl noch nichts anfangen. Da gibt es keine Anfängerwaffen.